Noch ist nicht ganz klar, wie die westlichen Sanktionen gegen Putin, gegen Russland ausfallen werden, wegen Anerkennung der Separatisten in der Ostukraine. Aber eines ist schon relativ klar: Wir Deutschen zahlen mit Abstand den höchsten Preis. Und Sie kennen vielleicht den genialen Gerhard Polt, der hat einst satirisch gedichtet: Die Tatsache, dass wir Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, verdanken wir meiner Meinung nach eindeutig dem Amerikaner. Aber der Amerikaner sagt, I don't pay, aber wir zahlen alles. Die Albaner zahlen wir, dass sie nicht raufkommen. Wenn sie oben sind, dann zahlen wir, dass sie wieder runtergehen. Und wenn in Thailand ein Puff abbrennt, wer zahlt's? Wir zahlen es. Und das bringt so ein bisschen diese verquere Logik auf den Punkt. Aber klar, deswegen haben wir Deutschen halt wenigstens den Zweiten Weltkrieg gewonnen, ist ja auch was, ne? Zumindest ökonomisch dementsprechend müssen wir halt jetzt bezahlen. Aber Scherz beiseite, es sieht so aus, nachdem heute Kanzler Scholz praktische Nord Stream 2 auf Eis gelegt hat, dass jetzt einiges auf uns zukommt. Und das hat Medvedev, der sich ja mit Putin immer abgewechselt hat zwischen Ministerpräsident und Staatschef oder Staatspräsident, lange Zeit, dass der getwittert hat, also Scholz hat hier Nord Stream 2 praktisch auf Eis gelegt, soll nicht zertifiziert werden. Willkommen in der neuen wunderbaren Welt, wo es für Europäer heißt, dass 1000 Kubikmeter Gas dann 2000 Euro kosten werden. Derzeit zahlen wir für 1000 Kubikmeter 900 Euro in Europa. Das wäre also eine schlanke Verdoppelung. Und Sie erinnern sich ja, die Gaspreise sind ja zwischenzeitlich massiv gestiegen. Dann wieder runtergekommen, aber dieser Prozess könnte sich jetzt deutlich umkehren wieder. Und wer ist abhängig von diesem russischen Gas? Die Amerikaner nicht, die sind energietechnisch Selbstversorger durch unter anderem Fracking, aber wir nicht. Dementsprechend sind wir eben da völlig anders betroffen als die Amerikaner. Speziell die Deutschen, wir importieren ja 55% unseres Gasbedarfs aus Russland. Und das sieht auch Steven Stabczynski so, der Energieexperte von Bloomberg, der sagt, ja, Deutschland muss halt jetzt die Kosten zahlen für die Sanktionen gegen Putin. Und das große Problem ohne Steigerung des Imports von russischem Gas ist Europa immer stärker angewiesen auf den Import von Flüssiggas, jenes Gas, das ja runtergekühlt wird, dadurch komprimierbar ist und dann eben verschifft werden kann. Und das wird uns in Konkurrenz setzen mit asiatischen Ländern, die eben auch hier Flüssiggas importieren. Und dann müssen diejenigen, die dieses Gas exportieren, entscheiden, ja, wem gebe ich es? Und sie geben es dann dem, der am besten zahlt, der den höchsten Preis aufruft. Und wer dürfte das sein? Richtig, wir zahlen es, wir zahlen alles, meine Damen und Herren. Und wir können es uns ja auch leisten. Na, also das ist, schauen Sie mal hier, die deutschen Erzeugerpreise. Ein amerikanischer Kommentator, wenigstens kann Deutschland sich höhere Rohstoffpreise leisten, gell? Wir haben eine schlanke Erzeugerpreisinflation von 25%. Wenn jetzt da nochmal 10% obendrauf kommen, ja, ist doch egal. Na, wir zahlen das, wir zahlen alles. Und jetzt kommen wir mal zur Situation in der Ukraine, respektive den Sanktionen. Zelensky, der ukrainische Staatschef, hat ja gesagt, also ich gehe nicht davon aus, dass es einen Krieg gibt gegen die gesamte Ukraine. Ich sehe keine weitere Eskalation. Die Amis haben ja immer gesagt, okay, Putin, die Russen werden Kiew beschießen etc. etc. Es ging wahrscheinlich permanent nur um die Ostukraine, genauer um den Donbass. Und dementsprechend dürfte dieses Russia-Thing in Sachen Sanktionen ein Big Nothing-Burger bleiben. Und die Sanktionen werden wahrscheinlich nicht sehr weit gehen, schlichtweg, weil sich die Europäer alleine das nicht leisten können. Wir brauchen die Güter aus Russland, wir brauchen die Rohstoffe aus Russland, denn sonst wird die Inflation eben noch weiter nach oben schießen. Und es ist eben so, dass da nicht so wirklich ein Plan vorliegt, seitens jetzt auch der Europäer und auch Bidens nicht, dass man da wirklich gewappnet wäre gegen diese ganze Geschichte. Jetzt will Biden heute sprechen. Das Ganze dürfte um 19 Uhr stattfinden, also dürfte jetzt demnächst stattfinden hier mit Joe Biden in Sachen Ukraine-Russland. Will er sich äußern? Hier sagt Paul Massereau, dass er für einen Moment geglaubt hatte, dass der Westen wirklich das tut, was er sagt. Und was haben wir nicht alles gehört? Ganz, ganz harte Sanktionen.
Wird ganz schlimm für Russland, ganz hoher Preis. Jetzt dürften das eher Sanktionchen werden, die sich hier abzeichnen, so wie derzeit der Stand der Dinge ist. Und Jim Bianco sagt richtig, ja, also die Futures waren 2% im Minus, dann hat sich der S&P ja deutlich erholt. Wenn jetzt wirklich die Sanktionen so hart wären, wie angekündigt, wie eigentlich als Drohkulisse aufgebaut, dann hätten die Märkte ganz anders reagiert. Und dementsprechend zeigen ja die Märkte, dass da nicht viel kommen wird, offenkundig. Also das ist natürlich nicht gerade ein Stärkeausweis des Westens, der vorher eine Wahnsinns-Drohkulisse aufbaut und dann wahrscheinlich ein relativ laues Lüftchen an Sanktionen dann erlassen wird. Die stärkste Sanktion dürfte Nord Stream 2 eben sein und das ist dann unser Problem. Der Kreml wiederum hat offenkundig vorgesorgt, schon seit Jahren. Wir sehen hier mal den Ölpreis auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Dollarreserven der Russen. Und selbst als der Ölpreis deutlich nach unten gegangen ist, haben die Russen deutlich ihre Dollar-Währungsreserven scharf nach oben gefahren und die sind jetzt auf einem Allzeithoch. Das heißt, denen wird das nicht passieren, was Erdogan in der Türkei passiert, wo die Dollarreserven ausgehen, wo man dadurch kaum mehr Luft hat, zum Beispiel die eigene Währung zu stützen. Das ist bei den Russen anders, die haben immerhin jetzt 640 Milliarden Dollar. Was wird all das bedeuten, wenn diese Geschichte weiter wabert? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da kommen ein paar Sanktionchen und dann ist wieder alles gut und alles schick und wir machen so weiter wie bisher. Das wird eher nicht passieren. Es dürfte eher passieren, dass Rohstoffe hier gute Perspektiven haben. Hier sagt ein Rohstoffanalysehaus, wir erwarten, dass die Russen ihre Rohstoffe weiter weg von Europa exportieren, also weniger stark nach Europa jetzt exportieren und auch nicht in die USA, sondern in Richtung China. Sie erinnern sich, heute Morgen hatte ich getitelt, der Kalte Krieg 2.0 und der dürfte eben auch auf Rohstoffbasis geführt werden. Was sind da interessante Rohstoffe? Aluminium, zuletzt sehr stark gestiegen, Öl, natürlich auch gestiegen, Erdgas, Kupfer, auch deutlich gestiegen, Kobalt und übrigens auch Nickel. Nickel heute auf dem höchsten Stand seit 2011. Putin selber hat nochmal klar gemacht, worum es ihm geht. Die Ukrainer hatten ja gesagt, sie haben Nuklearambitionen, also in Sachen Atombombe. And Russia, and we got the message, wir haben die Message verstanden. Das Beste sei, so Putin, dass die Ukraine praktisch zurückziehen würde, ihren Versuch in die NATO zu kommen, denn dann wäre das ja praktisch ein Angriff auf ein NATO-Land und dann wäre die ganze Geschichte ganz anders gelaufen, denn dann wäre die NATO verpflichtet ja gewesen, hier der Ukraine auch direkt militärisch beizustehen. Aber es gibt noch andere Rohstoffe, zum Beispiel Agricultural Commodities, die nach oben schießen schon in letzter Zeit. Die Ukraine ist ja eigentlich die Kornkammer Europas immer gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Ukraine waren, wenn Sie da teilweise in der Westukraine unterwegs sind. Die Böden sind schwarz, das sind die fruchtbarsten Böden, die es gibt. Und wer mit Ukrainern spricht, die vernünftig sind, die sagen oft, Mensch, wir sitzen hier auf den Bodenschätzen ohne Ende. Wir sind eigentlich eines der reichsten Länder, wenn wir es nicht so vermasseln würden mit unserer Politik. Also da gibt es viel Unzufriedenheit in der Ukraine mit diesem Unvermögen, stabile Verhältnisse herzustellen. Jedenfalls Agrar-Commodities haben auch sehr gute Perspektiven, denn auch Russland ist natürlich in Sachen Weizen ein extrem wichtiger Exporteur. Wie schaut es eigentlich aus mit russischen Aktien? Die sind ja gestern massiv abgeschmiert, heute extrem nach oben gegangen. Eben weil man sich sagt, boah, das sind eher Sanktionchen statt harte Sanktionen, die da kommen. Billig sind russische Aktien, was die Bewertung betrifft, allemal. Wir sehen, die sind jetzt so günstig, zumindest was die Bewertung betrifft, wie seit 2014 nicht mehr. Aber klar, es sind natürlich politische Risiken hier am Start. Wenn die Situation weiter eskaliert, dann kann das auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Dazu hat man noch ein Währungsrisiko, möglicherweise als nukleare Drohung nach wie vor ja die Abkoppelung von SWIFT. Wir hatten kürzlich hier einen Artikel bei Finanzmarktwelt, der mal so ein paar russische Aktien beleuchtet hat. Ja, dieses Game has never been this mismatched before. Wir haben einen Joe Biden, der nicht so ganz auf der Höhe vielleicht wirkt. Wir haben auf der anderen Seite einen Putin, der das nach wie vor ist, zwar auch schon 70 ist, aber halt doch
Naja, ziemlich geschickt offenkundig wieder vorgegangen ist. Wenn die Sanktionen des Westens so lau ausfallen, dann hat er aus seiner Sicht ja eigentlich alles richtig gemacht. Und die Märkte haben zunächst mal das alte Muster gespielt. Buy the Invasion, wir erinnern uns ja, vor allem wenn Sie ein bisschen älter sind, an verschiedene politische Krisen, Vietnam, Golfkrieg, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Vietnamkrieg war ich noch zu jung, aber Golfkrieg weiß ich noch sehr genau, wie viel Angst da war und wie die Märkte damals abgeschmiert waren. Und dann kaum ging es los mit dem Krieg, dann war eben diese Unsicherheit weg. Gibt es Krieg? Das ist dann buy the rumor, sell the fact oder sell the rumor, buy the fact, könnte man besser sagen. Afghanistan, aber vor allem Irakkrieg dann auch und auch die Krimkrise waren solche Events, wo es zunächst mal nach oben ging. Aber wir haben jetzt ja eigentlich übergeordnet andere Themen. Und diese Themen sind vor allem die übergeordnete Geldpolitik der Fed. Und zunächst mal hatte den Märkten ja geholfen, dass durch diese Eskalation in dieser ganzen Ukraine-Krise die Rate Hike Expectations, die Rate Hike Odds, also die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen durch die Fed gefallen waren, weil man sich gesagt hat, oh, in einer solchen Situation, da wird die Fed vielleicht doch nicht so oft die Zinsen anheben. JP Morgan hatte dann heute auch gleich vermeldet, das sind ja die Dauerbullen, die immer sagen, buy the dip, dass das also möglicherweise die Fed etwas weniger hawkisch machen könnte und die Policymakers sogar fiskalische Stimuli wieder überlegen könnten. Aber wenn es nur Sanktionchen gibt, dann dürfte das eben nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Aber ins Gewicht fällt eben nach wie vor die Inflation. Einkaufsmanager-Indizes heute größte Anstiege wieder im Februar ever. Inputkosten der Unternehmen, aber die Kosten, die die Unternehmen auch weitergeben können, dann in die Endprodukte, auch im US-Verbrauchervertrauen, Conference Board, Sorgen vor Inflation, sehr, sehr stark ausgeprägt. Market hat, was den Einkaufsmanager-Index betrifft, hier Record Pace in February as companies continue to share additional cost burdens with their clients. Also die haben das weitergegeben, konnten das teilen. Ist doch schön, wenn wir teilen, nicht wahr? Wenn wir gestiegene Kosten teilen, die Deutschen teilen da besonders gerne und nehmen da die größeren Teile. Jetzt ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter für die Märkte? Morgan Stanley, die anders als JP Morgan eher bärisch unterwegs sind mit Wilson, dem Chefanalysten, die sagen, also der Markt sieht so ein bisschen aus wie im Jahr 2018. 2018, da hatte die Fed ja auch immer wieder die Zinsen angehoben. Und dann als Highlight im Dezember 2018, gute Woche vor Weihnachten, ich weiß es noch wie heute, hat der Jerome Powell gesagt, also hier Bilanzreduzierung auf Autopilot. Und dann war Schluss mit lustig für die Märkte. Die sind dann richtig über den Jahreswechsel in Weihnachten hinein. Normalerweise ja Weihnachtsrally, Endjahresrally, eine sehr saisonal günstige Zeit. Die Märkte sind gefallen, bis Paul das Gegenteil behauptet hat. Und hier die Kursentwicklung im S&P 500 sieht schon ein bisschen so aus. Und Lance Roberts hier mit einem Video wieder, 3 Minutes on Money and Markets, der gezeigt hat, ja, sieht so ein bisschen nach einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Wir haben den 20-Tages-Durchschnitt durchbrochen. Und wenn wir unter diese Marke von 4.220 Punkten fielen, dann könnte es durchaus in Richtung 3.800 Punkte gehen. Es wären also 400 Punkte, das wäre nochmal ein guter Schnaps. Und da liegen auch wichtige Fibonacci-Levels. Aber vielleicht dreht es sich, vielleicht kommt was anderes. Aber es ist so, dass natürlich das Inflationsthema bleibt. Heute hat mich Kollege Wolfgang Müller darauf aufmerksam gemacht, dass bei CNBC hier Bob Pisani zum Beispiel gesagt hat, also wenn er jetzt in Florida, wo er immer hinfliegt, im Urlaub, da zahlt er teilweise 500 bis 1000 Dollar inzwischen für eine Nacht, für eine Übernachtung in einem Hotel. Die Preise haben sich vermehrfacht und die Buchungen sind enorm. Das ist komplett ausgebucht. Die Preise explodieren. Das ist auch natürlich eine Folge der Corona-Krise. Jetzt ist es so, dass die Lieferengpässe vor den Häfen in den USA sich ein bisschen entspannt haben. Eine gute Nachricht in Sachen Inflation. Allerdings ist eben der Basiseffekt wohl noch bis April gültig. Also wir werden mit diesen hohen Inflationszahlen die nächsten Wochen, Monate erstmal zu tun haben. China hat jetzt übrigens Hongkong mehr oder weniger angewiesen, einen harten Lockdown zu machen, nachdem Hongkong alleine 8000 Corona-Fälle hatte und es in China ja diese No-Covid-Politik gibt. In Sachen Politik ein hervorragender Artikel, wie ich finde, über Kanada. Darf in einer Demokratie die Mehrheit die Minderheit unterdrücken? Sie wissen ja, Trudeau hat ja
Die konnten derjenigen gesperrt, die entweder die Trucker-Demonstrationen, an den Trucker-Demonstrationen beteiligt waren oder Sympathisanten waren, die die unterstützt haben. Wer das Kriegsrecht ausruft, macht aus Mitbürgern Kombattanten. Das sind schwerwiegende Spaltungen, die dadurch entstehen. Man muss wirklich sagen, ich bin und werde kein Freund von Trump. Aber hätte Trump das gemacht, der Aufschrei wäre sehr, sehr groß gewesen. Das scheint mir klar. Diesen hervorragenden Artikel, der, denke ich, aus einem sehr gesunden Demokratieverständnis die Dinge beleuchtet, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ebenso wie eine andere Sicht mal von einem absoluten Kenner des Donbass und der Ostukraine. Putins Verzweiflungstat in der Ostukraine, der angeschlagene Bär. Der Artikel sagt, dass das kein Stärkezeichen ist Russlands und vor allem Putins, sondern der sozusagen in eine Situation gedrängt ist, die gedrängt wurde, die den strategischen Zielen Russlands eigentlich widerspricht. Das ist mal eine andere Sicht, als Sie die vielleicht woanders bekommen. Kann man kritisch diskutieren. Wir wollen Denkräume öffnen, nicht verschließen. Wir wollen gucken, was der Fall ist. Wir wollen auch die andere Seite der Medaille zeigen. Und um ein Gesamtbild zu haben, gehört eben auch die russische Sicht mit dazu. Da ist auch viel Propaganda, aber im Westen ist leider auch viel Propaganda. Da wird eben auch nur oft eine Seite gezeigt. Zum Beispiel wird nicht erwähnt, dass natürlich jetzt in der Ostukraine auch jede Menge rechtsextreme Ukrainer hier am Start waren und hier eben ihr Unwesen treiben, was Kiew ganz recht ist, dass die weit weg sind, dass die nicht wieder zurückkommen nach Kiew, denn man weiß, das gibt Stress, aber das sind eben auch Faktoren, die hier einmal beleuchtet werden und den Gesamtzusammenhang ein bisschen zeigen. Auch das unter dem Video, also zwei Artikel, Kanada und Putin, der angeschlagene Bär unter dem Video. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.